Nach dem Abkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur hat die Europäische Union mit Vietnam ein Freihandelsabkommen unterschrieben. Vietnam zählt zwar zu den ärmsten Ländern der Welt, hat aber eine rasant wachsende Volkswirtschaft. Das EU-Parlament und das Parlament in Hanoi müssen noch zustimmen. Dies ist das ambitionierteste Freihandelsabkommen, das die EU je mit einem Entwicklungsland geschlossen hat, sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. Die EU ist der größte Investor weltweit, aber hier in Vietnam war sie bislang relativ bescheiden. Das belief sich 2016 auf etwas mehr als 8 Milliarden Euro. Mit dem neuen Investitionsschutzabkommen wird das jedoch zunehmen. Es wird die bilateralen Abkommen des alten Stils ersetzen und ein hohes Maß an Investitionsschutz durch eine klare Definition von Standards gewährleisten. Die Vereinbarungen sehen den Abbau von 99% der Zölle vor. Mit dem Inkrafttreten werden etwa 2/3 der Waren von Zöllen befreit. Weitere Themen: geistiges Eigentum, Verbot von Kinderarbeit und das Pariser Klimaschutzabkommen. Zuvor hatte die EU nach 2 Jahrzehnten Verhandlungen mit dem südamerikanischen Staatenbündnis Mercosur eine gigantische Freihandelszone abgemacht mit 780 Millionen Konsumenten. Das Abkommen gilt als Zeichen an den US-Präsidenten, der die NAFTA mit Mexiko und Kanada aufgekündigt hat und Nachbarn neue Konditionen abverlangt.